Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder Euro Truck Simulator 2. Und das letzte Mal haben wir da den DAF gekauft in den französischen Farben natürlich. Und jetzt sind wir in Frankreich angekommen, haben unsere Ware abgeliefert und wollen jetzt weiter Richtung Hauptstadt. Wir schauen, ob wir da mal einen Auftrag bekommen. Und dann geht es weiter Richtung Frankreich. Frankreich sind wir schon, Richtung Paris. So, und da hätten wir einen. Zwar nicht ganz Paris, aber fast. Ich glaube, den nehmen wir an. Und dann fahren wir da weiter über diese Karte. Ich bin ein Level aufgestiegen. So, wir schmeißen unseren Lastwagen da mal an. Habe ich jetzt eigentlich den Auftrag nicht angenommen? Oder bin ich eigentlich schon da, wo ich hin muss? Wahrscheinlich muss ich ihn hier annehmen. So, da bin ich nämlich schon da. Genau. Auftrag annehmen. Dann ist es genau der Anhänger hinter uns. Das schaffe ich jetzt wahrscheinlich nicht. Da muss ich nochmal korrigieren, oder? Perfekt, hä? Habt ihr das gesehen? Als ob ich das so geplant hätte. So, und dann geht's los. Dann wollen wir uns da... Puh, komm ich da rum? Dann wollen wir uns da die neue Karte anschauen. Das DLC Frankreich. Machen wir das doch zusammen. So, da kommt niemand. Und dann geht's los. Okay, ich bin noch am Beschleunigen. Es geht ein wenig länger. Mit unserem neuen Lastwagen da. Oh, wir haben mal grün. Ganz was Neues. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn wir losfahren. Grün. Grün hatten wir noch nicht. 444 Kilometer. Ich kann jetzt weitere Touren machen. Ich bin jetzt Level 13. Erst. Jawohl, erst. Aber wir kämpfen uns nach oben und dann können wir nachher auch die großen geilen Lastwagen kaufen. So, das funktioniert. Und jetzt bin ich da mal gespannt, was es da Schönes Neues gibt auf dieser Karte. Sie haben ja sehr viele Atomkraftwerke. Vielleicht können wir da mal ein paar Brennstäbe ein paar Brennstäbe liefern oder abtransportieren. Atommüll fahren. Na, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber das wäre natürlich lustig. So, und dann kriegen wir schon wieder Einnahmen von unseren anderen Fahrern hier. Das ist gut, das läuft. Wir haben bald wieder 200.000 zusammen. Könnten wir bald mal unseren Kredit abzahlen. Komplett. Aber da haben wir noch ein bisschen vor uns. So, ich muss hier, glaube ich, abbiegen. Jawohl. Jetzt sollte da eigentlich... Wow. Okay, das ist schon mal cool. Coole Auffahrt hier. Ein bisschen länger. Das wäre cool besser gewesen. Aber... Ja, ich denke, das ist hier schon der neue Teil von der Weltkarte. Das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Da sind die Hochspannungsleitungen, was da übers ganze Land gehen, von den Atomkraftwerken. Deutschland steigt aus den Atomkraft und Frankreich baut neue. So, da haben wir die erste Mautstelle schon wieder. Also, Geld wollen sie auch von uns. Wir fahren einfach hier hin. Jawohl.
Wir zahlen auch. Oh, da steht sogar einer. So, und ich glaube, ab hier fängt jetzt die neue Karte an. So, auf jeden Fall ist die Autobahn schon neu. Das sieht man gleich. Auf der neuen Karte, neue Autobahn. Nein, Quatsch, aber es ist gewohntes Ambiente hier draußen. Aber das funktioniert. Die LKWs überholen mich auch. Das sind wir gewohnt. Wir sind immer die langsamsten hier auf der Karte. Oh, hier gehen auch zwei Spuren mal geradeaus. Nicht bloß eine. Haben sie eine richtige Abbiegerspur, Rechtsabbiegerspur und eine richtige Auffahrt, denke ich mal, gemacht. Genau, so muss das eigentlich überall aussehen. Auf der ganzen Karte. Das wäre super. Dann hätten wir da nicht jedes Mal den Scheiß mit den Straßen. So, ich darf hier 90 fahren, sehe ich gerade. So, wir hauen mal den Tempomat rein. Sonst ich fahre immer Vollgas, dann verbrauchen wir einen Haufen Diesel. Der Tank ist schon fast halb leer. So, ich muss hier schon wieder abbiegen. Okay. Dann bremsen wir aber lieber mal. Paris, jawohl, wir wollen ja nach Paris. Das ist richtig. Schilder gut leslich. Da brauchen wir gar kein Navi mehr, da müssen wir nur noch lesen können. So, und ich sag ja, mit den Lackierungen hier am LKW haben wir bis jetzt gar keine Probleme. An der Grenze haben sie uns gleich durchgewunken. Oh, vielleicht hätte ich da ein bisschen schauen sollen, ob da von links einer kommt. Hier haben wir wieder eine coole Auffahrt. Das ist auch, so muss das aussehen. Das ist im echten Autobahnleben genauso. Okay, im Spiegel ist recht schlecht zu erkennen, wo da die Linie ist. Aber wir brauchen ja keinen Spiegel, wer braucht schon Spiegel? Aha, wir können ja hier wieder 90 fahren. Da muss ich erst wieder ein bisschen beschleunigen. Ich spiele übrigens mit einem Lenkrad. Das macht sich hier bei diesem Spiel... Wieso beschleunigt er denn nicht? Aha, es geht bergauf. Okay. Das erklärt es natürlich. Jetzt geht's bergab. Jetzt werden wir wahrscheinlich zu schnell werden. So, und das Getriebe hat einen Ricarda. Da bremst das ein bisschen mit. Das sollte eigentlich hier funktionieren. Bergab. So. Na, das sieht eigentlich sehr cool aus da, die Landschaft. Ich war zwar noch nie in Frankreich, glaube ich. Nein, war ich eigentlich nicht. Aber so könnte ich mir das da vorstellen. Ein paar Baguettes, ein schöner Wein. Wir müssen doch in Frankreich sein. So, Stroh haben sie da auch gemacht. Da kommt uns wieder Landwirtschaftssimulator in den Sinn. Auch das spiele ich hier auf meinem Kanal. Aber das werden ja wahrscheinlich die meisten wissen. Auch hier dieser schöne Wald. Das sieht richtig cool aus. Ich würde sagen, das ist gelungen. Es läuft flüssig alles. Wir haben gar keine Probleme. Die rasen alle hier an uns vorbei. Wir könnten nochmal die Außenansicht anmachen. Ist einfach ein bisschen schwieriger zum Fahren. Für mich. So, wieso wird der jetzt so schnell? So, 90. Junge. Da fängt es nämlich schon an. So, und das sieht dann optisch eigentlich so aus. Eigentlich eine ganz normal schöne Landschaft. Wir fahren Richtung Paris. Da haben sie Holz gemacht. Bäume sehen irgendwie viel besser aus hier. Ich glaube,
letztens, wo ich schon gespielt habe, bin ich da an der Baustelle vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt überall so ist, aber das wäre mir vorher noch nie aufgefallen. Da wurde gearbeitet und man hat die Geräusche gehört. Ach, vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo eine Baustelle. So, was war? Muss ich hier abbiegen oder was? Nein, ich hätte hier glaube ich nicht abbiegen müssen. Wir fahren mal hier kurz über einen Parkplatz. Das wollten wir uns eh schon mal immer anschauen. Das sieht eigentlich auch cool aus. Autos sind da parkiert. Wo ist denn hier das WC? Ein WC gibt es hier nicht. Hier gibt es nur einen Parkplatz. Wir müssen hier an den Büschen gehen. Hinterm Zaun scheißen. Wenn man das so gut, wenn man das so sagen will. Gut, ich hätte jetzt zwar gerade eine Pause machen können, aber wir fahren, glaube ich, noch ein Stück. So sieht das aus. Auch hier oben die Brücke für den Zug. Ganz cool gemacht. Boah. Entweder habe ich zu wenig PS oder ich habe zu viel geladen. Eins von beiden. Aber zu wenig PS hat man immer, also habe ich zu viel geladen. Ja, so sieht es hier eigentlich aus in Frankreich. Wir würden ja jetzt gerne noch irgendwie durch die Städte. Aber ich denke, das wären wir doch. Ja, das ist schon noch ein Stückchen. 270 Kilometer. Gut, wir können hier ein bisschen schneller fahren, aber bis der LKW hier mal auf 90 ist, das dauert einen Moment. Aber wir haben es gleich geschafft. Und dann kriegen wir da schon ein paar Kilometer runtergerissen. Aber ich werde wahrscheinlich nochmal irgendwo ein Päuschen machen müssen. Und da ein Nickerchen. Meine Pausenzeiten einhalten. So, da haben wir auch wieder auf der linken Seite diese Hochspannungsmasten. Diesmal in Rot und Weiß, damit da keine Flugzeuge gegenfliegen. Und auf der rechten Seite sieht aus wie. Oder links und rechts. Wie Wein. Wie Weinberge. Sie müssen ja irgendwo das ganze Zeug herstellen. Aha, hier sieht es einfach ein bisschen anders aus auf den Navi, wenn wir hier geradeaus fahren müssen. Jetzt kommt da oben von wieder unter die Brücke durch, das ist auch super. Jetzt kommt da, glaube ich, irgendwie ein Städtchen oder was? Irgendwas steht da hinten, aber was das ist, weiß ich auch nicht. Sieht auf jeden Fall vom Weiten erstmal komisch aus. Ein riesiger Wasserturm oder was? Oh, da oben fährt sogar ein LKW drüber über die Brücke. Jawohl. So, die haben hier viele, viele Felder. So, was das da Großes ist, weiß ich auch nicht. Bin ich überfragt. So, der Verkehr ist irgendwie, kommt mir das viel mehr vor als sonst. Kann natürlich auch täuschen. Ich werde davon ein Auto nach dem eins um andere überholt mich hier. So, jetzt kommt da irgendein Schild. Baustelle, Stau. Oder was kommt da? Stand da jetzt? Nein. Baustelle, jetzt können wir da nochmal schauen. Da wird nicht gearbeitet. Wir haben Sonntag. Okay, wir haben Sonntag. Das kann natürlich sein, damit die sonntags auch nicht arbeiten. Letztes Mal, wo ich da eine Baustelle vorbeigefahren bin, haben die natürlich gearbeitet. Aber ich sehe gerade, wir haben eigentlich Sonntag. Ich weiß gar nicht, ob ich sonntags überhaupt fahren darf hier. So, oh, da noch eine schöne Windmühle. Älteres Modell. Cool. So, noch 185 Kilometer, aber wir fahren ja nicht direkt nach Paris, von daher. Oh, jetzt kommt hier nochmal eine Baustelle. Stau. Muss jetzt langsamer fahren, oder was? Was steht da? 90. Darf trotzdem. Augen zu!
Das ist aber knapp. Habt ihr das gesehen? Oh! Okay, das war dann zu dicht. Scheiße. Vielleicht sollte ich das nächste Mal langsamer da durchfahren. Upsi. Mein Fehler. Ich habe den neuen LKW wieder kaputt gemacht. Das kennen wir irgendwo her. Den MAN habe ich auf die Seite gelegt. Den fahre ich in der Baustelle kaputt. So, hier muss ich auch noch geradeaus. Ah, hier geht sowieso bloß geradeaus. Okay, vielleicht sollte ich lieber geradeaus schauen. So, was haben wir jetzt? Drei Spuren hier oder was? Wir fahren mal einer rüber. Jetzt kommen wir gerade an einer Tankstelle vorbei, an einer Raststätte. Und da kommen wir jetzt eigentlich da auf der rechten Seite, ist da so ein Kamin, so ein Schornstein. So, ich würde sagen, wir fahren hier mal über die Raststätte. Ich mache hier das Nickerchen. Wir schauen uns das mal an, wie das eigentlich hier so aussieht. Echo. Okay, die heißen ja anders. Wo müssen hier die Lastwagen hin? Die Lastwagen ist eigentlich da, das Schild. Oh, wir tanken gleich. Der Tank ist eh schon bald. Jetzt ist er schon halb leer. So. Genau. Dann muss ich, glaube ich, den Motor abstellen. Sonst kriegen wir den Tank nicht voll. Der schluckt so viel, der darf. Der wird sonst nie voll. Ja, aber das sieht doch aus wie eine richtige Raststätte. Das stelle ich mir eigentlich. Okay, er ist voll. In Wirklichkeit auch so voll. Vor. Voll vor. So, jetzt haben Bremse wieder reingemacht. So. Okay, unsere Kollegen verdienen da wieder Geld. Das ist gut. Wir gehen hier eigentlich schlafen und setzen beim nächsten Mal die Reise fort. Und dann wollen wir natürlich da nach Paris und auch da mal eine Runde durch Paris drehen. Ich werde da zu der netten Frau an der Telefonzelle gehen und mal fragen, ob sie mit mir ein Käffchen trinken will. Oder was trinkt man hier so? Und dann werde ich mir eine Runde aufs Ohr hauen. So. In dem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Die ersten Eindrücke aus Frankreich. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.